und Zugang zu Bildung, auch in entlegenen Gebieten, auch ohne die finanziellen Mittel, wird Realität. Robotics, und hier ist zum Beispiel eine Uni in Zürich, die ETH, sehr führend weltweit, wird Realität. Also große technologische Veränderungen. Und hinter diesen großen technischen Veränderungen steht meistens eine verrückte Idee. Irgendein Traum, den man Wirklichkeit werden lassen möchte. Einer dieser Träume war vor einigen Jahren, als jemand gesagt hat, wir möchten komplettes Kartenmaterial von der Erde haben. Und dann hat jemand gesagt, wie wäre es denn, wäre das nicht hilfreich, wenn wir auch Fotos hätten von dem öffentlichen Raum? Und da haben die meisten im Raum gesagt, du spinnst. Und ein paar Jahre später ist es weit fortgeschritten. Das zeigt, dass solche Ideen möglich sind und ich möchte Ihnen noch zwei Ideen zeigen und dazu zwei Videos zeigen, damit man das ein bisschen besser versteht. Das erste ist zu selbstfahrenden Autos. Das ist der aktuelle Stand, wo die Forschung ist. Um 2,5 Milliarden online zu bringen. 25 Jahre. Und die nächsten 2,5 bis 5 Milliarden kommen jetzt in ungefähr 5 Jahren. Vielleicht auch 8. Wissen wir noch nicht so genau. Aber auf jeden Fall sehr, sehr viel schneller. Aufgrund der mobilen Devices. Das ist eine exponentielle Kurve. Und das ist die Herausforderung. Exponentielle Trends. Das ist die Schwierigkeit für Geschäftsleitungen und für alle in den Jobs, exponentielle Trends vorherzusehen. Weil man guckt immer in die Vergangenheit und man sieht Entwicklungen linear. Man rechnet diese Entwicklungen linear weiter in die Zukunft. Aber exponentiell heißt, dass die Kurve plötzlich so einen Sprung macht. Und das vorherzusehen, das ist schwierig. By the way, übrigens, wie viel Prozent der Menschen leben in Nordamerika und Europa zusammen? Ganz Nordamerika und Europa zusammen, ungefähr, der Weltbevölkerung, Prozent? Unter 20. In dem Kreis dort unten leben 60%. Es leben mehr Menschen in diesem Kreis als im Rest der Welt. Da findet unglaubliches Wachstum statt. Ja, es gibt ja viele sehr starke Firmen in der Schweiz mit Export. Das nächste Thema ist das Thema Video. Auch das ist ein Multiplikator. Und all diese Faktoren multiplizieren sich. Technologie, Anzahl der Internetnutzer, Mobile, Penetration und Video. Jede Minute, die wir hier verbringen zusammen, werden 1000 Stunden neue Inhalte und neuer Content auf YouTube hochgeladen. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann noch das Internet der Dinge. Das hört sich immer so abstrakt an und da wird so viel drüber geredet. Mal ganz praktisch. Kennt jemand ein gutes Beispiel, was hier in Zürich überproportional vertreten ist im Vergleich zu anderen europäischen Städten für das Internet der Dinge? Dinge, die sich bewegen. Es gibt elektrische Autos hier in Zürich mit einer überproportionalen Dichte von einer bestimmten Firma, die gleich noch kommt. Ja, die haben alle eine IP-Adresse. Ja, man kann diese Autos, man kann den Ladezustand sehen, man kann sie vorheizen und so weiter. Die sind alle ans Internet angeschlossen. Also das Internet der Dinge ist in manchen Bereichen schon sehr real und funktioniert. Und natürlich sind alle unsere Devices und Watches und was auch immer Internet der Dinge. Und jetzt kommen wir zu ein paar Beispielen. Und da komme ich nochmal kurz zurück, digitale Transformation, was heißt das eigentlich? Wenn man auf Wikipedia nachguckt, dann heißt es Veränderung von Geschäftsmodellen und Geschäftschancen. Definition ist ein bisschen länger, aber das ist im Kern, steht da drin. Und hier ein paar Beispiele von Unternehmen, die vielleicht diese Veränderung unterschätzt haben. Eine ganz wesentliche Voraussetzung und eine hervorragende Ausgangssituation. Die Produkte und die Dienstleistungen haben eine hervorragende Qualität eine hervorragende Innovation und wir haben sehr, sehr viele Weltmarktführer in der Schweiz. Das heißt, das ist schon mal eine tiptop Ausgangssituation.
Die zweite hervorragende Ausgangssituation, und dieser Herr ist nur stellvertretend für viele, viele andere, vor allem auch viele KMU. Hervorragende Forschung, sehr viele Patente, sehr viele Spin-offs, die daraus entstehen, und natürlich hervorragende Aus- und Weiterbildung. Und ich bin schwer beeindruckt, dass an einem Freitagabend, wo draußen fantastisches Wetter ist und der Frühling gerade ausbricht, dass Sie alle kommen. Und berufsbegleitend, Herr Professor Dr. Bischof hat es erwähnt, ich habe es gemacht, berufsbegleitend sich weiterzubilden, das ist ein hohes Commitment. Und das zeigt aber die Stärke, auch die Stärke in der Schweiz. Und ich habe da mal ein bisschen tiefer reingeguckt, ich durfte neulich schon mal hier sein und mich ein bisschen informieren. Und das sieht man ganz einfach, es gibt einen ganz einfachen Test. Smartphone rausholen und die Webseite des Unternehmens angucken. Und immer wenn Sie so machen müssen, mit den Fingern das auseinanderschieben müssen, damit Sie irgendwo klicken können und was lesen können, das ist manchmal meistens sogar ein gutes Symptom. Und dann gibt es noch Arbeit. Und das ist leider noch, das trifft man noch relativ häufig. Und da muss man mit arbeiten. Und wichtig, was dazugehört, ist eben testen, ausprobieren. Und dafür steht dieses AB-Testing. Man muss verschiedene Varianten austesten, man muss testen, was gut ist, was gut ankommt, was die Konsumenten mögen. Das ist ja auch die große Chance an digital mit dem Kundenfokus, dass man sich das Feedback einholen kann. Und es gibt zwei Wege, das zu betrachten. Wir treffen auf Unternehmen, die sagen, um Gottes Willen, Stichwort Shitstorm, das ist eine Riesengefahr. Es gibt aber Unternehmen, die sehen das sehr positiv. Wir versuchen bei uns ein bisschen wie folgt zu denken. Wir sagen, Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben wir nicht. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Teil unserer Forschung und Entwicklungsabteilung. Alle müssen innovativ sein. Alle müssen Feedback und Ideen reingeben. Ja, wir gehen sogar noch weiter. Wir sagen, alle unsere Nutzer sind Teil unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Die zeigen uns nämlich durch die Nutzung von unseren Produkten, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Aus der Schweiz, Nestlé. Was die gemacht haben, Sie wissen, die haben hunderte von Marken, großes Headquarter in Vevey in der Schweiz. Sehr erfolgreich, Nahrungsmittel stellen die her, ich vereinfache jetzt mal, und die haben sich gesagt, wir müssen uns ändern. Deren Geschäftsmodell ist eigentlich B2B2C, das heißt, die verkaufen an den Detailhandel, Detailhandel verkauft an den Endkonsumenten, die haben keine direkte Relationship, keine direkte Beziehung in der Vergangenheit zu den Endkonsumenten gehabt. Und das haben sie sich jetzt anders überlegt und haben gesagt, wir müssen in der digitalen Transformation einen direkten Endkontakt aufbauen. Natürlich haben die vorher mal Marktforschung gemacht oder sowas, aber keinen regelmäßigen Kontakt zu ihren Endkunden. Das Erste, was die gemacht haben, und das empfehle ich wirklich jedem Unternehmen, und da muss man investieren, ist eine Ausbildungs-, eine Know-how-Initiative im Unternehmen. Und da sind wir genau beim Thema hier richtig, Aus- und Weiterbildung. Berufliche Aus- und Weiterbildung. Ohne die geht es nicht, für digital. Und das sollen Geschäftsleitungen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten, dort investieren. Und die Freiräume schaffen, um das zu tun. Weil ohne die wird der Kundenfokus nicht tiptop sein. Und das haben die gemacht, die haben hunderte von Leuten geschult auf dem Thema Digital Acceleration und haben dann rechts oben in der Mitte, haben die so Räume geschaffen, wo man Content produzieren kann. Also kurze, knackige Videos, haben den Leuten beigebracht, wie man das macht. Wie macht man ein gutes 60-Sekunden-Video? Wie macht man ein gutes 2-Minuten-Video? Zu irgendeinem Thema. Wie macht man das schnell? Wie macht man das ohne große Kosten? Ohne das irgendwo in Auftrag zu geben für Tausende von Franken. Und das haben die gelernt. Und das ist auch ein riesiger kultureller Umbruch in dem Unternehmen. Weil früher gab es eine Pressestelle, da saßen 4, 5 Leute und alles, was extern kommuniziert wurde, musste durch dieses Nadelöhr der Pressestelle freigegeben werden. Heute gibt es dort hunderte von Leuten, die dürfen einfach auf Social Media was posten. Die dürfen Videos drehen und die posten. Das muss man aber vorher ein bisschen üben und besprechen, damit es gut kommt. Ja. 2 Wi-Fi zu Hause. Und eins hat so ein Passwort. Ja, mit vielen Sonderzeichen. Und das andere können wir an- und ausstellen. Aber das hilft auch nur zum Teil. Was machen wir sonst noch? Wir arbeiten daran, neue Dienste zu machen. Das machen wir hier in Zürich. Dafür steht das Büro hier in Zürich. Das sind Sachen in Google Now. Diejenigen, die ein Android-Smartphone haben, kennen das. Also Geo
relevante Informationen, also in dem Umfeld zu gucken, wenn ich irgendwo bin, was ist die nächste Tram, die fährt, was gibt es da für Informationen aus dem Umfeld, das ist sicherlich ein relevantes Thema. Zweitens das Google-Thema Google Maps und Geoprodukte, so heißt es bei uns, wurden hier sehr stark aus Zürich entwickelt. Komplett aus Zürich, weltweit wird hier gemacht, das ganze Transit-Thema, das ist das da oben links, also wie komme ich von A nach B, mit welchem Verkehrsmittel, aktuelle Daten, auch die Vergleiche. Und das ist eben spannend in Zukunft zu sagen, okay, ich vergleiche Transportoptionen von A nach B nach verschiedenen Kriterien. Kriterien können sein Zeit, Geld und CO2-Ausstoß. Und je nach der aktuellen Situation priorisiere ich das auch mal unterschiedlich. Solche Dinge zu machen. Und wo wir sehr stark dran arbeiten, ist ein Thema Content ID, da geht es um Urheberrecht. Wir hatten vor vielen Jahren, als Google YouTube gekauft hat, ein Problem damit und haben dann sehr viel investiert und ein großer Teil wird hier in Zürich gemacht. Heute ist es so, dass komplett die Rechte-Situation auf YouTube geklärt ist und dass die Künstler auch eine Entlohnung bekommen, wenn dort Werbung läuft. Also